So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und dazu brauche ich diese Schüssel, diese Glasschüssel, die habe ich ja in Hildburghausen öfters benutzt. Heute hat die den besten, heftigsten und genialsten Einsatz ever in so einer super Location mit so einer super Belichtung. Da freue ich mich schon total drauf. Letztens habe ich mal Samyang-Nudeln gemacht, Three Spicy, diese Limited Edition mit Mango-Würfeln verfeinert. Die waren auf jeden Fall im Nachhinein, als die Kamera aus ist und ich durch die Wohnung bin, habe ich gemerkt, wie sich die Schärfe erstmal weiter ausgebreitet hat. Mir hat so die Fresse wehgetan, da haben die Mangowürfel auch nichts mehr gerettet. Ich habe schon angekündigt, inspiriert von Michel Barry, oder wie der heißt, ne? Der bei so einem Chili-Festival war und sie da so lauter Mango in der Schüssel gemacht hat mit Chilisoßen drüber und haben das immer so als Portion verkauft, möchte ich die restlichen auch eben mal mit einer Chili Soße probieren. Jetzt knall ich mir mal die Mangostückchen hier rein. Oh, der Rest der Tüte war über Nacht nämlich im Kühlschrank. Das sieht doch herrlich aus, oder? Guckt euch das an. Da sind jetzt lauter Mangostückchen drin. Und da möchte ich ein paar Soßen drauf machen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe hier immer noch dieses Werder Tomaten Minze Soße. Das ist jetzt nicht scharf, das ist aber irgendwie frisch und fruchtig. Da möchte ich ein bisschen was drauf machen. So, nicht zu viel, die brauche ich noch für andere Dinge. Dann habe ich immer noch Sidos beste Barbecue Soße für ein bisschen rauchigen Geschmack. Machen wir auch davon hier was drauf. Jetzt hat es auch nochmal eine dunkle Komponente bekommen. Eigentlich hätte ich die Soßen komplett jetzt verbrauchen können, dann sind sie wenigstens weg. Aber vielleicht will die ja noch jemand testen oder probieren oder irgendwas. Dann habe ich als letztes aufgemacht hier meine Stinger. Die Stinger fand ich wirklich genial. Stinger Special Edition, Honig, Knoblauch, Eulogia, Chili-Soße. Das ist eine richtige Chili-Soße, die jetzt hier eine Schärfe erzeugen soll. Boah, riecht auch immer noch richtig brutal. Mach mal hier mal drauf, aber auch nicht zu viel. Denn die Soße schmeckt auch so gut, dass man die eigentlich so pur genießen möchte. Zu anderen. Zu anderen Leckereien, Snacks, Nuggets, wie auch immer. Es ist jetzt immer noch so ein bisschen was in der Flasche. Im Allgemeinen muss ich sowieso aber alles, was ich hier habe, mal aufmachen, verbrauchen. Ich wollte erst sogar die vier verschiedenen Samyang-Soßen testen hierzu. Aber dazu brauche ich auch ein extra Video mit Nuggets. Und wenn die dann auf sind, kann ich immer noch wilde Experimente mit den Samyang-Soßen machen. Und zum Abschluss, ich weiß jetzt nicht, wie scharf das ist, hauen wir hier nochmal von der Madoc 357 Silver Edition aus 6 Millionen Scoville Pepper Extrakt ein bisschen was drauf. Ich denke mal, 2 Tropfen können wir geben. Hau mal hier hin, machen da 2 Tropfen Pepper Extrakt drauf von der Mad Dog. Mit keiner sagt, ja, so viel Chili Soße ist da jetzt ja gar nicht drin. 2 Mad Dog Tropfen hätten ausgereicht. Ein Tropfen hätte ausgereicht, um die ganze Schüssel zu schärfen. Wir haben jetzt trotzdem 2 genommen und noch die andere Soße. So sieht das jetzt erstmal aus. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Appetitlich ist anders. Wir machen das jetzt rum. Das sind halt hier jetzt keine Mango-Spaghetti. Das ist halt jetzt hier ein richtiger Mango-Brei. Ist auch mega flüssig und ich bin sehr gut vorbereitet. Falls das nämlich jetzt nichts ist und nicht schmeckt. Wie ich sehe, ist das Gefühl, als würdest du die Soße trinken. Also das ist ja so flüssig und übertrieben. Das ist ja, weiß ich nicht. Gut, die Mango ist, da war jetzt viel Mangosaft noch mit dran. Das macht es natürlich noch flüssiger. Ansonsten haben wir jetzt einmal unsere Mangos in Würfelchen hier drin. Dazu versuchen wir mal die Tüten hochzuhalten und die 2 Soßen. Oder wir zeigen das nur so. So, das fürs Thumbnail. Boah, das riecht schon wie reingebrochen. Ich glaube, gerade diese komische Minzsoße von Werder tut da ihren Beitrag leisten, dass das einen sehr unangenehmen Geschmack hat, Geruch hat. Wir nehmen uns jetzt mal hier ein Stück Mango raus, stecken es uns in den Mund
und sind gespannt, was uns erwartet. Fruchtige Mango, feurige Schärfe, leichte Minze. Es schmeckt im ersten Moment eigentlich besser als erwartet. Und nehmen wir ein zweites Stück. Also das mit den Mangos scheint echt ein Geheimtipp zu sein. So. Nehmen wir ein drittes, um zu gucken, ob das wirklich dabei bleibt. Du schmeckst sogar leicht die Barbecue-Soße raus. Und ganz leicht habe ich irgendwie einen Spülmittelgeschmack schon wieder, wo ich nicht weiß, wo der herkommt. Ich bin aber so gut vorbereitet, ich habe mir sogar einen Teller Nuggets gemacht. Falls das nichts ist, dass ich die Nuggets sozusagen in die Soße tunken kann. Aber mittlerweile würde ich jetzt wahrscheinlich sogar die Nuggets mit den Mangos und der Soße zusammen essen für eine super geniale Kombination. Ich nehme erstmal dieses Nugget, was ein bisschen eine Herzform hat, tunge das mal in die Soße, um zu schauen, wie das Nugget mit der Soße schmeckt. So, da darf keine Mango mit dran sein. Unglaublich, ich glaube, zu den Nuggets schmeckt einfach alles, egal was du machst. Es passt immer, es schmeckt einfach wunderbar. Theoretisch könntest du die ganze Soße also jetzt mit den Nuggets essen, aufsaugen. Mmh. Auch zu den Nuggets passt richtig gut diese fruchtige Note mit der scharfen Note, mit der Knoblauchnote, mit der Barbecue-Note, alles zusammen. Probieren wir aber mal ein Nugget mit auch Mango. Wir haben jetzt ein Mangostück drauf. Finde ich, kombiniert sich leider nicht so gut, wie ich erhofft habe. Das heißt, ich würde wohl die Nuggets mit der Soße erstmal so essen, dass weniger Soße da drin ist, und die restlichen Mangostücke mit der Restsoße. Ansonsten die Idee, Chili-Soße mit Mangos zu verfeinern oder Mangos mit Chili-Soße zu verfeinern, sehr interessant aus dem Video von Michel Paris, der beim Berlin Chili-Fest war, weil die das so portionsweise verkauft haben. Ich lasse mir das jetzt hier noch schmecken. Obwohl, ach komm. Komm, fürs Video. Das ist ja wie die TikToker. Im Video machen die ja Sachen, die würden die normalerweise gar nicht machen. Hauen uns jetzt also die Nuggets auch noch hier rein und rühren das alles um. Aber unsere Mango Nugget Chicken Mango. Chicken Mango Nugget Pfanne mit verschiedenen Sido Beste Barbecue, Werder Tomaten, Minze Soßen. Dann Madoc 357 Stinger Special Edition. Ich habe keine Ahnung, wie man das Video überhaupt nennt. In der Schüssel an sich sieht das trotzdem jetzt einigermaßen gut aus. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch gut aussieht. Sieht das gut aus? Aber so mal reingehalten. Probieren es nochmal jetzt. So, Nugget. Mango. Ich glaube, man gewöhnt sich an den Geschmack, aber essen kann man es definitiv. Wenn nicht, isst man es halt einzeln, die Nuggets raus, dann die Mangos und dann passt das auch. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.